Hey, Hoga doch will ein weiteres Red Dead Redemption 2 und das Tarif für euch am Start. Und heute gibt es das länger versprochene Update-Video vom Dienstag, wo nicht nur Sadie Adler und Black Bell als neue Auftraggeber dazugekommen sind, sondern auch noch ein großer Batzen von anderem neuen Kram, der aber teilweise oder fast größtenteils noch PS4 zeitexklusiv ist für, ich glaube, einen Monat. Also das ist richtig bitter für alle Xbox-Spieler. Wir fangen mal an mit den beiden neuen Showdown-Modi, die jetzt für die PS4 dazugekommen sind. Make It Count mit dem uralten Tomahawk und Last Stand. Make It Count hatten wir genauso schon mit einem normalen Tomahawk und mit dem Bogen, glaube ich. Also absolut nichts zu zelebrieren hier. Nichts Besonderes, anstatt jetzt einen normalen Tomahawk oder einen Bogen, hat man jetzt einfach nur den uralten Tomahawk, der genauso funktioniert wie der normale. Und richtig bitter hier, dass ich den zweimal nicht getroffen habe und man einfach nur auf Leute zulaufen muss, um das hier zu gewinnen. Es ist so, dass jeder nur ein Leben hat. 6 Tomahawks und ein Tomahawk tötet sofort, egal wie er getroffen wird. Also auch ein leichter Nahkampfschlag reicht schon aus. Deswegen auf jeden Fall hier in dem Modus besser auf Nahkampf gehen, als zu werfen. Und das Ding ist, diese Sachen sind so schnell vorbei. Ihr seht es hier, 6 Minuten sind noch am Start und der Typ gewinnt hier gleich. Und dann bekomme ich als Belohnung nur 0,1 Gold und ich weiß nicht, 200 XP, nicht mal wahrscheinlich. Lohnt sich also absolut nicht, diesen Modus zu spielen. Ich finde sowieso, Make It Count mit egal welcher Waffe ist absolut grottenhaft. Ich hasse das jedes Mal, wenn es in der Rotation kommt, wenn ich gerade bei den Showdown-Modi drin bin bei der Serie und dann kommt ja immer ein anderer Modus, nachdem man einen fertig gemacht hat, und wenn dann immer Make It Count kommt, dann breche ich einfach ab, weil es lohnt sich einfach nicht. Es geht so schnell vorbei, man hat nichts zu tun, meistens stirbt man schon nach einem Gegner oder so, also wenn zwei sich streiten, kommt meistens noch ein dritter und staubt einen ab oder so, und viel wird nur gecampt und weiß nicht, da ist zu wenig Action drin und im Prinzip ist das hier bei Last Stand so ein Mittelding. Es ist so, dass auch hier jeder nur ein Leben hat, aber es gibt nicht nur eine Runde, was ich schon mal gut finde. Es geht so lange, bis einer zwei Runden gewinnt. Also theoretisch kann es relativ lang gehen. Jede Runde geht allerdings nur 2 Minuten und der Kreis wird kontinuierlich kleiner. Das heißt, das ist ein Battle Royale, aber auf engerem Raum und schneller. Also bei weitem nicht so langweilig wie Make It Count, trotzdem noch viel, viel langweiliger als die ganzen anderen Showdown-Modi. Ihr seht es ja hier schon, dauerhafte Action ist Fehlanzeige, stattdessen steht Campen auf dem Programm, zumindest so lange, bis alle in die Mitte des Kreises müssen nach 1,5 Minuten. Aber jeder versucht halt in seinem Häuschen zu chillen, bis der Kreis wirklich unabdingbar nah dran ist. Und ich finde es einfach nicht cool, wenn man für Campen belohnt wird allgemein. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Name Your Weapon so cool, weil man da entweder mit dem Tomahawk oder durch die Shotgun viel mehr Punkte bekommt als mit dem Repetiergewehr. Also man muss nah an die Leute ran, um belohnt zu werden. Und man wird eben nicht dafür belohnt, wenn man aus weiter Entfernung schon die Leute abknallt oder aus dem Hinterhalt oder eben irgendwo campt. Wobei, man kann auch mit der Shotgun campen, aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Wie auch immer, hier verliere ich gerade die Runde noch, weil ich wahrscheinlich nicht schnell genug in den Kreis gegangen bin. Das finde ich ja auch ein bisschen unübersichtlich. Wahrscheinlich hat jetzt der gewonnen, der am nähesten zur Kreismitte stand, aber wirklich erklärt wurde das jetzt irgendwie nicht. Wie auch immer, Make It Count und Last Stand finde ich beide wirklich nicht gut. Last Stand noch ein bisschen besser, aber nichts, was jetzt Xbox-Spieler irgendwie vermissen sollten, weil diese Modi sind jetzt wirklich nicht viel mehr wert als einmal ausprobieren und dann hat sich die ganze Sache auch schon wieder erledigt. Man ärgert sich wahrscheinlich eher jedes Mal, wenn das in der Rotation von den Showdown-Modi kommt. Bei Last Stand habe ich am Schluss 0,2 Gold bekommen, also immerhin das Doppelte von Make It Count. Falls ich euch also einen Modus empfehlen muss, dann auf jeden Fall den Last Stand. So, jetzt machen wir weiter mit den Story-Missionen bzw. mit den fremden Personen-Missionen. Sadie Adler ist hier komplett im Norden von Amberino, super weit weg. Ich habe selbst die andere fremde Person hier bei Amberino noch gar nicht gemacht, aber jetzt habe ich immerhin eine Ausrede, hier hochzukommen. Ich würde sagen, wir genießen einfach mal die beiden Cutscenes mit den beiden neuen fremden Personen. Ich markiere euch jeweils auf der Karte, wo die sind, und damit gehe ich jetzt kurz in die Sendepause. Hey, what the hell do you want? You come to rob me? Or what? Or what? Help maybe. Good. Cause well, we keep getting robbed. Wait, it's cold out there. Who are you? Just here to help. What's going on? I don't trust drifters, not a one of them. We gotta trust somebody, Sadie. Well, I better be able to trust you. Because I swear, you try to rob us or steal from us? I'll kill you. I don't care what he says. Quite a woman, my wife. So, we lost our wagon. I think it was stolen. And I'm scared to go out looking in case this place gets robbed. But I'll pay. I'll pay decent for it. It's over near Lake Isabella.
We really would appreciate the help. You sure would. Be safe now. You sack of shit! Get out of here or I'll blow us all to hell! Wait a second. You under them breakouts from Siska, ain't ya? Oh, hell, why didn't ya just say so? I'm Black Bell, but I suppose you already know that, don't ya? Thought you was a bounty hunter. Bounty hunters I can't abide. Had a couple of them pick up some of my boys just the other day, and now they're on their way to Rhodes to hang. Y'all wouldn't like some work, would ya? Well, it's good. You can go stop their transport wagon and break them boys out. From what I hear, you should know how that works. They're coming into Rhodes from the east. Now run along. Only so long before them boys got rope round their necks. Also auf jeden Fall ein Highlight für mich, hier zwei meiner weiblichen Lieblingscharaktere aus der Story nochmal anzutreffen mit Black Bell, aber vor allem mit Sadie Adler, die sogar noch ihren verstorbenen Ehemann dabei hat. Da bekommen wir natürlich jetzt gleich mal einen Blick in ihre Vergangenheit, wie das wohl so war, was das für ein Mann gewesen ist, der sie rumgekriegt hat und wie sie wohl so drauf war in den ersten Jahren, als sie hier gelebt haben. Und man sieht schon, Sadie war sogar damals schon ein ziemlicher Badass. Das kommt einem so gar nicht so vor in der Story, weil die ja am Anfang wirklich super schüchtern ist, super verstört. Natürlich, weil ihr Ehemann gerade gestorben ist. Ich hoffe, ich spoilere hier keinen, aber das ist ja wirklich die erste Mission von der Story. Deswegen denke ich, geht das klar. Und deswegen für mich auf jeden Fall super interessant und natürlich kreativ sehr, sehr schön, weil die Entwickler hier kreative Freiheiten haben, das Ganze auszuschmücken und für uns Storyfans noch ein bisschen was abzuliefern. Bei der Mission ist es auch so, dass wir hier gleich mal eine 20-Minuten-Mission bekommen und die 0,55 Goldbarren bringt, wenn man die bis zum Schluss ausnutzt. Und 730 XP dauert zwar sehr lang, aber man bekommt auch richtig fetten Batzen hier an Belohnung und da allein lohnt sich schon, für nach oben nach Amberino zu reiten. Ich habe dann gleich die Gelegenheit genutzt, wo ich schon mal oben in Amberino war und gleich mal meine erste Mission mit Flaco Hernandez gemacht. Ich denke mal, vielen von euch wird es ähnlich gehen, dass sie da oben einfach noch nicht wirklich waren im Norden und jetzt hat man immerhin mal eine Ausrede dahin zu reiten. Für Black Bell müssen wir übrigens eine neue Art von fremde Personenmission machen und zwar einen Gefangenen wieder abzuliefern. Ich hätte hier fast verpasst, das Schloss aufzuschießen, weil ich nicht wusste, dass man noch mehr machen muss, als einfach nur den Wagen dahin zu bringen und dafür gab es auch mal geschmeidige 0,4 Gold. Jetzt kommen wir zu etwas, was es für alle gibt, nicht nur für PS4-Besitzer, natürlich die ganzen fremden Personenmissionen genauso, für alle Leute, nicht nur für PS4-Besitzer. Und zwar, dass wir jetzt 25% mehr Dollar und Gold bekommen in allen Modi, bleibt so, aber wir bekommen jetzt auch noch eine gratis 5 Goldbarren Aktion, wenn wir an irgendeinem Tag in dieser Woche von Dienstag bis Dienstag einen Trupp bilden, beziehungsweise überhaupt mal im Trupp spielen. Also man muss gar nicht einen Trupp bilden, man kann auch einem Trupp beitreten, falls der öffentlich ist. Oder wenn euch jemand einlädt, einfach mal kurz reingehen für ein paar Sekunden, dann könnt ihr schon wieder raus und ihr bekommt die 5 Goldbarren sicher zugeschrieben und in den nächsten paar Tagen ausgezahlt. Außerdem gab es noch ein paar Stabilitätsimprovements und Glitchfixes, unter anderem, dass zu wenig Tiere manchmal in der Spielwelt waren. Wenn ihr im Defensivmodus seid, dann wird er jetzt ausgeschaltet, wenn ihr Tiere vom Rücken eines Pferdes klaut. Und die Duplikationsmethode in der alten Version wurde auch gefixt. Aber es gibt ja schon eine neue Variante, die ich euch gestern gepostet habe. Jetzt kommen wir noch zu dem ganzen kostenlosen Kram, den sich die PS4-Besitzer jetzt holen können und die Xbox-Spieler wahrscheinlich in einem Monat, aber vielleicht müssen die da auch schon zahlen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es den uralten Tomahawk, der sieht im Prinzip nur ein bisschen anders aus. Hat halt ein bisschen mehr Indianerschmuck um den Stängel drum gewickelt, aber ist weiterhin eine Wurfwaffe, die jetzt einzigartig ist, von der man nicht mehrere stacken kann und damit absolut unpraktikabel im PvP oder so zu benutzen. Sieht halt ein bisschen nett aus, aber naja, man hat auch nichts verpasst, wenn man den jetzt nicht hat. Außerdem dazu gekommen sind ein paar Klamotten, und zwar 3 Stück an der Zahl, die alle umsonst sind, also auch alle Variationen und Farbvariationen sind damit umsonst. Einmal haben wir den Caldwell Hut, hier habe ich mir schon alle Farben gegönnt und das empfehle ich euch auch. Also jetzt ausnutzen, alle Farben gönnen, die Garderobe aufstocken, weil ich glaube, das Ganze bleibt nicht für immer umsonst. Dann haben wir noch den Mantel hier, die Jacke, die Finlet-Jacke, auch hier. Schade ein bisschen, dass mein Halstuch hier so ein bisschen rausbackt, deswegen muss ich hier die schwarze Version nehmen, damit man das nicht wirklich sieht.
Und am Schluss haben wir noch ein Pärchen Sporen, die beschlagenen Stängersporen, genau. Hier kann ich mir auch nochmal alle Farben gönnen und dann hat sich das Ganze auch erledigt. Sind halt, ich sag mal, jeweils 50 Dollar Klamotten, die es jetzt umsonst gibt und die auch nicht wirklich schlecht ausschauen. Kann man sich nicht beschweren, aber natürlich hat man jetzt als Xbox-Spieler nicht wirklich was verpasst, sage ich mal. Weder die Showdown-Modi, noch die Klamotten, noch der uralte Tomahawk. Höchstens die Emotes, die es jetzt auch umsonst gibt, mit Prahlen, was ganz nett ausschaut. Und ich glaube, bei den Begrüßungen haben wir auch noch eins. Und zwar genau den Hey Du. Gucken wir uns auch mal kurz an. Den finde ich ganz witzig mit der Fingerpistole so. Und natürlich hat auch jedes Emote wieder drei Variationen. Einmal, wenn man die Taste gedrückt hält, wenn man die Taste doppelt drückt und wenn man die Taste einfach drückt. Also sieht man hier jeweils nur eine. Und was Xbox-Spieler vielleicht auch noch höchstens vermissen könnten, ist ein neues Pferdchen und ein neuer Sattel, den es auch umsonst gibt. Einerseits das Pferd, das man hier direkt kaufen kann, falls man einen Lagerstall frei hat natürlich. Die kosten auch ordentlich was. Und natürlich darf man auch die Lagerkosten nicht unberücksichtigt lassen. Das sind auch jeweils 75 Cent, glaube ich, mehr für jedes Pferd. Also hier gibt es nochmal einen Streit raus umsonst und zwar den Helisabel Andalusia, der genauso gut ist wie der Rosenschimmel von den Werten her. Der würde normalerweise 18 Gold kosten. Also eine nette Sache und eine nette Abwechslung auf jeden Fall. Streitrösser ist jetzt nicht das, was man sich normalerweise kauft. Ich zum Beispiel habe jetzt nur Rennpferde bis jetzt gehabt. Deswegen für mich eine gute Abwechslung, falls ich mal irgendwas ein bisschen zäheres brauche für PvP-Gefechte. Außerdem neu dazugekommen ist der Belanger Sattel, den wir uns kaufen können in so ziemlich jeder Farbvariation. Auch hier haben wir natürlich eine große Liste an freien Satteln, die ich euch empfehlen würde, einfach mal aufzufüllen mit verschiedenen Farbvariationen, weil diese Sattel bleiben sehr wahrscheinlich nicht umsonst. Außerdem dazu gekommen sind Satteltaschen. Ich weiß gar nicht, ob die davor schon kostenlos waren. Das wurde nämlich jetzt nicht aufgeführt bei den ganzen PS4-exklusiven Sachen. Deswegen könnte es sein, dass die schon immer kostenlos waren. Aber ich habe sie noch nie entdeckt. Deswegen auf jeden Fall für mich die Erwähnung wert, dass man hier sowohl die verbesserte als auch die Standard-Satteltasche in ihren ganzen Farbvariationen kaufen kann. Und wie gesagt, füllt euch die komplette Liste einfach mal mit den Belanger Satteln auf. Denn der Alligator Ranch Sattel, den gab es auch mal umsonst und der kostet mittlerweile für mich satte 375 Dollar. Und wer weiß, wie lange der Belanger Sattel für uns kostenlos bleibt. Wahrscheinlich auch nur, bis die ganzen Xbox-Spieler den bekommen. Und das war es im Prinzip von meiner Seite. Das war ein etwas umfangreicheres Video und auch umfangreicheres Update. Auf jeden Fall eine nette Sache für zwischendurch. Ich hoffe, dass die nächsten Updates auf jeden Fall bis zum großen Sommer auch mindestens so groß sein werden. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.